innerhalb ihrer Zeit als weitere Existenz, Konkurrenzleistung innerhalb bei der Optimalzeit. Anspruch ist eine Riesenleistung, der runter geht bei diesen Hitze, die wir haben, Kurs, der auch rauf und runter geht. Bei der die gut trainierten die wir haben, stecken das einfach gut weg. Die gut trainierten jetzt sind wir aber bei Miloslav Kuhoda aus Tschechien mit jetzt sind wir aber bei Miloslav bei der zweiten Wasserpassage aus Tschechien mit Ferreolus Latt. Das war unheimlich schnelle Reaktion von Miloslav. Er war schon fast, hat schon die Goldfische gesehen und wollte dann doch nicht nass werden. Il faut déjà le faire, hein? Et qui a déjà des beaux résultats jusqu'en 4 étoiles. Il était troisième du 4 étoiles de Sopot en Pologne. Il est assez expérimenté. Il est 105e mondial. Il faut déjà le faire. Hein. Et qui a déjà ja, ich finde das toll, dass auch Länder, die früher nicht groß mitgeritten sind, wir werden noch sehen, ein Japaner, der schon lange dabei ist, Kenki Sato. Ja, ich finde das toll, dass wir haben auch Länder, die früher nicht groß muss sich vorstellen, sind, in diesem Milliardenvolk ernsthaft zu reiten beginnen. Wir werden noch sehen, ein Japaner, der schon lange dabei ist, wieder dort Kenki Sato, und bringt ihm das Reiten bei. Da haben wir das noch spannender. Man muss sich vorstellen, wenn dieses Milliardenvolk ernsthaft zu reiten beginnt, Paul Weyer ist immer wieder dort und bringt ihm das Reiten bei. Dann wird es noch spannender. Und eben auch diese Oststaaten, Tschechien, Polen, Polen gibt es ganz gute Reifen. Das cavaliers japonais, il pourrait tout à fait même médaille par équipe, universalité du sport, très bon cavalier, très bon chinois, effectivement, les Chinois ont progressé, de l'Asie, des excellents cavaliers japonais, il pourrait tout à fait même viser une médaille par équipe, souvent là-bas pour Tokyo, entraîner et aider les cavaliers chinois. Ont progressé Peter Hazenbeller, fantastique, et la Chine met de gros moyens régulièrement. Et ça veut dire que Paul Weyer va souvent là-bas plus élevé et entraînera aussi des cavaliers chinois, en tout cas Peter Hazenbeller, du reste, va construire là-bas régulièrement. Il y a quand même eu, c'est vrai que par le passé, des pays ont résultat des Russes, en Europe aussi, il y a beaucoup moins de fossés entre les années 60 de l'Ouest et de l'Est, même s'il y a quand même pour longtemps, on croyait en Europe qu'on a un